Ja, auch noch die Herausforderung, erhalte Spezialisten-Ehrungen für Waffen, in denen du mit ihnen Schaden verursachst. Insgesamt müsst ihr diese Herausforderung fünfmal machen. Ihr könnt natürlich effektiv arbeiten und in jeder Runde immer möglichst viele Ehrungen erhalten. Natürlich könnt ihr aber auch das Ganze auf verschiedene Matches aufteilen. Wichtig ist, ihr könnt nur eine Ehrung pro Waffe und pro Match erhalten. Hier die Herausforderung Auszeichnung als Waffenexperte. Im Endeffekt ganz einfach, ich benutze hier gern immer die Sniper. Und mit der Sniper reicht es im Endeffekt auch schon, nur 200 Schaden zu verursachen. Und schon habt ihr den Scharfschützen-Spezialist erreicht. Bei einer MP sind es 150 Schaden und bei einer AR sind es ebenfalls 200 Schaden. Ich persönlich finde, mit der Sniper geht es am einfachsten. Könnt ihr für euch dann selbst entscheiden. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und schaltet auch bei den nächsten Videos wieder ein. Bis dahin, ciao, ciao.